willkommen zu einem neuen Video von Queer Stylity und herzlich willkommen zum Hashtag Miteinander fantasievoll gestalten Adventskalender. Ja, und ich bin heute für das Türchen Nummer 10 verantwortlich und ich bastle heute mit euch Weihnachtskarten und zwar mit Washi Tape. Natürlich gibt es unmöglich viele oder unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, Karten, vor allen Dingen auch Weihnachtskarten mit Washi-Tape zu gestalten. Ich habe heute zwei für euch mitgebracht, und zwar einmal eine hochkant und einmal eine quer. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der Hochkanten an. Und zwar möchte ich hier einen Tannenbaum machen und deswegen suche ich mir jetzt einfach mal von meinem Washi-Tape vor allen Dingen so Grüntöne aus. Hier haben wir sogar so einen schönen Grünton mit Glitzer, mit Schneeflöckchen. Dann haben wir, vielleicht mal ein bisschen was mit dunklerem Grün. Hier haben wir auch was mit Tannenbäumen an sich. Und gerade hier so ein bisschen Grün. Tatsächlich gar nicht so viel in Grün, stelle ich gerade fest. Zumindest nicht so viel, wie das mich jetzt gerade auf Anhieb anspringt. Dann haben wir noch dieses schmale Band. Das muss ich aber erstmal hier raus mitbekommen. Hier sind wir tatsächlich zu schmal dafür. Hier noch rein. Ja, hier das kann man gut für den Stamm benutzen. Das ist auch noch ein Grünton. Gut, dann soll es das an Grüntönen auch schon tun. Dann nehmen wir dann einfach das breiteste hier. Und dann würde ich sagen, wir setzen den Baum, an. Nehmen wir den hier oben an. Würde ich sagen, machen wir hier oben das hellste hin. Und ich habe mir tatsächlich auch eine Schere mitgenommen. Man kann das natürlich auch reißen. Aber ich finde es in dem Fall tatsächlich schöner, wenn es geschnitten ist. Das ist natürlich, es lässt sich schneiden. Ja. Ja, dann fangen wir oben einfach mal mit der Spitze an. Nicht ganz mittig, aber das ist ja das Schöne an Washi-Tape, dass man es auch wieder ablösen kann. Unser Bäumchen ist fertig. Ein bisschen schief ist es, aber schief ist Englisch und Englisch ist modern. Und ich finde, das ist auch eine super Idee, die man mit Kindern umsetzen kann. So, das legen wir erstmal beiseite. Und dann zeige ich euch noch eine Idee für die horizontale Variante quasi.
und zwar machen wir hier einen kleinen Geschenkeberg. Und dazu kann man jetzt im Grunde Farben nehmen, wie sie einen belieben. Allerdings plane ich einen roten Hintergrund, deswegen sollte man vielleicht nichts nehmen, was sich groß mit Rot beißt. Nehmen wir hier das. Damit wären wir mit dem Washi-Tape an sich schon fertig. Und jetzt geht es um die weitere Gestaltung. So, mit einem schwarzen Feinliner mache ich dem Päckchen jetzt hier noch ein paar Geschenkbänder und Schlaufen. Und dann würde ich sagen, was wäre eine Weihnachtskarte ohne einen schönen Weihnachtsspruch? So, dann habe ich hier dieses Stempelset mit den Weihnachtssprüchen, die man wahrscheinlich nicht sieht. So, jetzt. Ja, und davon suchen wir uns jetzt mal jeweils einen aus. Ich lege hier schon mal den Tannenbaum hier in die Stempelhilfe ein. Und dann würde ich sagen, da passt hier der kleine Spruch mit dem Weihnachtsgrüßen ganz gut. Lege ich mir den mal dahin, wo ich ihn haben will. Ja, zuklappen. Einmal einfärben. Ü-Pünktchen sind natürlich nicht so toll rausgekommen. Das Ü-Pünktchen, den mache ich jetzt gerade noch mit dem Feinliner hin. So. Wunderbar. Ja, dann kommt der Kartenaufleger. Dafür ist da natürlich ein anderer Spruch. Was könnte man denn dafür nehmen? Am besten irgendwas Größeres.
könnten wir dieses frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Weihnachten ist die Zeit für Liebe und Besinnlichkeit. Der Zauber von Weihnachten. Kurz sagen wir mal ein ganz klassisches frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Das setze ich hier so mittig hin. Und dann ist auch der Aufleger fertig. Ich habe jetzt für jeden Aufleger hier einen Honig und da kleben wir die Aufleger jetzt drauf. Dafür habe ich hier diesen Klebebandabbrunner. So. Und dann sind die beiden Karten schon fertig. Ganz schnell, ganz einfach und ich finde trotzdem sehr, sehr schön und ich denke, ich werde davon auf jeden Fall noch mehr machen. Wie gesagt, es ist wunderbar, auch mit Kindern zusammen bastelbar, weil so ein paar Streifen schneiden und so aufkleben, das ist ja alles auch für Kinder kein Problem und so lassen sich ganz toll, ganz individuelle und schöne Weihnachtskarten basteln, ohne großartig Material oder Zeitaufwand. Ja. Wenn euch die Idee gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch unbedingt bei den anderen vorbei. Der Adventskalender geht ja schließlich noch den ganzen Advent bis zum 24. Und ein paar Videos sind ja auch schon online. Die habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, ihr könnt hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao ihr Lieben.